Ja, moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier. Ja, läuft doch YouTube, genau, ne? Moin Leute. So, da ist auch wieder mein Display, das fehlt mir gerade. Also vielen, vielen Dank fürs Reinschalten zu einer neuen Runde Minecraft Survival. Ja, mit einem kleinen Lampentest. Auf der einen Seite die Lampe. Dieses Format ist natürlich baustoffmäßig sparsamer. Auf der anderen Seite hier so eine kleine komische Kreation, die eigentlich meiner Meinung nach auch schön hell sein müsste. Mir gefällt es oben noch nicht so gut mit dem Holz. Auch hier vielleicht wäre es schöner mit Stein. Also ein Steinzaun, ein bisschen was Wuchtigeres. Also man kann viel kreieren, gestalten. Ob es nachher immer schön ist, weiß man nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Hier gab es jetzt an sich ist es auch gar nicht so hässlich kreiert, dieses Feld, ne? Das muss man schon sagen. Und wir können das, haben wir noch, genau, wir können das ja noch ein bisschen auch erweitern. So. Halt einfach Erde, weil so weit geht das ja schon. Spitzhacke, oder haben wir noch? Die hier Feldhacke. Hacke. Ja, hier, das müssen wir dann natürlich nachher angleichen. Dass entweder nur einer rundherum frei ist oder alles irgendwie auf einer Ebene ist. Nur mit dieser kleinen Umrandung der Ebene würde man alles auffüllen. So, gucken wir mal, wie hell das ist, ne? Also das Teil schon, wenn wir es angucken, schon grell, ne? Aber gefühlt wirft das relativ wenig Licht auf das auf das Feld hier. Und hier ist auch noch nichts angepflanzt. Doch, 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 da. Doch, doch. Er hat erweitert. Nicht so schnell irgendwie der Bauer hier scheinbar. Gehen wir mal euren Weizen. Pflanze aber auch neuen, keine Sorge. Der Pil, doch, nö, danke. Demut klappt nicht. Schade. Lol. So, sehr nice. Keine Ahnung, ob ich in deinen empfohlenen Kanälen bin, was du sonst so guckst, ne? Vielleicht guckst du sonst Minecraft, ich weiß es nicht. Danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. So, also, ich finde, es ist komisch aus. Man kann aber unterschiedlichste Sachen kreieren, ne? Mit diesen Lampen. Aber ich finde es immer noch schöner, als immer nur diese Fackelgeschichte, weil Fackeln hat man in Minecraft, fackelt alles irgendwie, ne? Gerne okay, mal Meinungen in die Kommentare reinhämmern, liebe Leute. Machen wir mal einen drauf. Und dann machen wir hier jetzt nochmal nur diese Einseitenprinzip. Ja, dann muss ich ja eigentlich vielleicht sogar den gleichen Baustoff nehmen wie der, glaube ich, sogar schöner, oder? Minecraft liegen. Stimmt, aber ich kenne ihn nicht, weil ich das nicht nutze. Ich habe auch kein Akazienholz mehr auf Tasche, ne? Haben wir komplett alles zu neuen verarbeitet. Nicht irgendwo was gedroppt. Das ist ja voll hier, ne? Hier schlafen sie so drin in der Hütte. Und hier hinten ist aber noch Platz. Flugsimulator sonst. Da ist ein bisschen anderes Genre. Da weiß ich nicht, ob du hier bei Minecraft dann richtig gelandet bist. Aber das musst du natürlich im Zweifel sowieso selbst entscheiden. Ich wollte doch eigentlich jetzt unser Inventar aufräumen und die letzte verbliebene Zeit noch nutzen, um eigentlich nochmal hinter, also diesen Fichtenwald, da haben wir noch nicht so richtig geguckt.
Noch so ein Teil oben drauf, ist ja auch nicht so nice. Aber ich finde, es ist mal was anderes. Das finde ich alleine schon, macht das irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher. Licht ist es auf jeden Fall, es ist hell. Deswegen lassen wir das so. Das mit hier oben drauf, vielleicht sieht es schöner aus. Entweder wenn es ein richtiger Kontrast ist, nicht also vom Holz technisch. Oder eben wenn es das gleiche ist. Das Feld ist auf jeden Fall jetzt so gestaltet und aus. Oh, hier ist eine Katze mit drin im Haus. Ist auch lustig. Hier haben wir ein bisschen Zeugs auch drin. Da sind auch nicht Zombies on the road. Aber natürlich alle außerhalb des geschützten Bereiches. So, also geschnittener Stein. Das brauche ich jetzt auch nicht. Klar, Essen brauchen wir. Zu viel Eimer brauche ich nicht. Ein Eimer Holz sollte man auf Tasche haben. Einmal Eisen kann auch nie schaden. Ein Wassereimer. Zack. Zack. Und der Apfel kommt hier wieder hin. Das kommt nach oben. Erde bräune ich. Jetzt haben wir hier eine neue Müllkiste praktisch, ne? Auch nicht schön, aber ist so. Da der Bogen hin und dann haben wir da die Eisenhacke. Guck mal, alles hier drin verstaut. Das Tor ist offen. Welches? Das ist zu. Natürlich kann ich hier nicht schlafen, hier ist das Monster in der Nähe. Dumm. Oder meinst du das da hinten? Das habe ich offen gelassen. Okay. Was war das mit dem Feld vorhin? Baut das Feld auf die gleiche Höhe von dem anderen, damit das schöner aussieht. Ach so, also höher setzen, so wie das hier. Auch mit solchen Lampen. Ja, das ist das Wüstendorf hier, das macht sich langsam, ne? Aber es ist natürlich echt eine Riesenaufgabe. Da müsste man alles einmal abreißen und komplett neu bauen. Ich weiß nicht, brauchen die diese Truhen? Nee, ne? Überhaupt. Ist sie, ne? So, wir laufen. Nee, wir laufen lieber nicht. Ja, wir laufen jetzt schön bei Nacht schon mal zum Zwischenstopp. Und dann dachte ich mir, nee, das lassen wir lieber. Ja, Flugsimulator passt ja zum Thema Fliegen denn auf jeden Fall. Ich kann ein paar Erfahrungspunkte brauchen, wenn die hier sich schön sammeln. Ja. Einmal Erfahrung. Das ist wieder nur so halb fertig hier. Aber macht nichts. Wollte auf jeden Fall jetzt in der heutigen Aufnahme auch einfach noch mal ein bisschen gucken. Tropenholz eh nicht. Fleisch, den Gammelfleisch einsammeln. Endermänner ärgern oder ärgern lassen. Da haben wir unser kleines Häuschen. Das Tor zum Sumpf. Kaninchen. Glück gehabt.
Ja, und jetzt geht es wirklich nochmal zu gucken, wie weit ging es da hinten noch hin? Sind wir eigentlich komplett da durch gewesen? Ich weiß es nicht. Was der Enderman da hinten hier bei uns folgt. Aber jetzt haben wir hier natürlich unseren Startpunkt. Ich weiß gar nicht, hier haben wir noch nicht im Boden drin. Eine Truhe haben wir auch. Das sind Kompüste, ohne die brauchst du. Achso, aber sind ja genug. Danke für die Info. Ja, wäre mal nice zu wissen. Vielleicht für nächstes Mal. Ich weiß nicht, ob wir heute noch zukommen. Wie ich noch weitere Dorfbewohner unterschiedlichen Fähigkeiten hinkriege. Also ich müsste wahrscheinlich aus anderen Dörfern ein paar Sachen klauen und die da einbauen. Kann man sich das so leicht vorstellen? Vielleicht nicht, oder? Richtig viel Ton haben wir hier auf jeden Fall im Sumpf immer. Genau, da haben wir schon mal ein bisschen Brücke gebaut und da hinten irgendwo war nachher die Eiswelt, ne? Ja, es macht auch nichts, dass wir ohne Pferd unterwegs sind. Ich weiß, also hinter dem Sumpf meine ich war der Fichtenwald. War mir jetzt noch ein bisschen Zeit, zwei Folgen auf jeden Fall, noch ein bisschen Gegend nochmal zu erkunden. Ich dachte, das wären andere Blumen. Blaue Orchidee. Vielleicht hätte ich ein paar Rosen mitnehmen sollen, dann können wir uns einen Weg aus Rosen hier bauen. Hier schwimmt sogar eine, warum? Hat doch auch was, ne? Weg aus Seerosen. Hanabutt. Das wird wohl YouTube sein. Ja, ein schöner Weg aus Seerosen. Schönes Ding. Ein Bett wäre nicht schlecht gewesen. Brüni! Das stimmt. Das wäre tatsächlich die bessere Variante gewesen. Wir werden also mal sehen, ob wir bei Gelegenheit Schafe finden. Schweine haben wir schon mal. Gehabt. Und ein Weg aus Fackeln wäre manchmal auch nicht schlecht, wenn man wieder leichter zurückfinden will. Auch immer hilfreich. Ja. Wieder. Ein Hexenhaus, ne? Gucken, ob die was da hat, was wir einfach mitnehmen können. So ein Kessel, auch wenn wir schon haben. Da kann man das einfach ins Dorf reinsetzen und irgendwann bilden sich da irgendwelche Dorfies. Das ist nur eine Workbench. Wäre ja auch nicht ganz verkehrt, eine Workbench mitzuhaben. Bin sehr gut vorbereitet für diese Tour. Da hat dann schon der Fichtenwald. Aber bis dahin kommen wir ja noch hier an dem Tag. Fichtenwald.
Ein Schiff wäre, also wie heißt das, ein Boot wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber so ein Weg hier ist auch nicht verkehrt. Wir werden bestimmt mal irgendwann in nächster Zeit hier hin müssen und dieses ganze Zeugs aus dem Boden holen. Hier die gute Ton, um damit Steine zu machen. Kann man schon vorstellen. So, nochmal gleich mal gucken, ob ich eine Fackel eigentlich da draufsetzen kann. Feuer? Wieso ist da Feuer? Bisschen merkwürdig, ne? Ich würde auch gerne mal Slime finden, weil Slime entsteht doch meistens im Sumpf, oder nicht? Kein Slime, das Feuer ist aus. Und ich glaube, mit der aktuellen Baugeschwindigkeit, nee, Fackel kann man ja nicht raussetzen, schaffe ich das nicht ganz, ne? Von daher geht's weiter. Wir müssen mehr das machen. Unterwegs nehme ich jetzt ein paar mit für demnächst. Muss jetzt einmal rüberschwimmen. Lava ist hier. Was brennt denn? Immer wenn hier Gras wächst, brennt das oder was? Wir haben ja wahrscheinlich auch schon mal Bäume gebrannt. Schön. Können wir die Lava ja nutzen, um uns damit einen Weg rüber zu bauen, oder? Einmal, einfach Eimer hinkippen und dann kriegt man noch so einen schönen Steinweg. Ja. Vielleicht ein anderes Mal. Aber ich glaube tatsächlich, YouTube-technisch, Leute, kommen wir schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Ich versuche noch. Ein bisschen Erde zu sammeln. Um hier rüber zu bauen, dachte ich. Da sind wir nämlich schon im Fichtenwald. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei den Dorfbewohnern, die hier wohnen, und dann kommen wir auch in Sicherheit. Aber ob wir das schaffen und wie auch immer, sehen wir in der nächsten Folge auf YouTube. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.